Und die Wartezeit, meine Damen und Herren, versüßen wir uns mit einer musikalischen Jausenplatte. Im letzten Jahr stand wie aus dem Nichts, Sie hören das schon am Applaus, eine A Cappella-Truppe im Rampenlicht. Sechs sehr smarte, attraktive Münchner Buben rocken die Biergärtenpisten und natürlich die Charts. Heute mischen sie ihre Heimat auf. Meine Damen und Herren, hier sind Vox Club mit Wollen wir tanzen gehen? Vielen Dank an Vox Club, meine Damen und Herren, an Corbinian, Michael, Stefan, Julian, Florian und Christian. Und Christian sehen wir nachher noch einmal wieder, der hilft uns ein wenig. Danke euch Jungs, schönen Abend, vielen Dank für die Unterstützung. Viele Fans hier und sicherlich auch bald über die Landesgrenzen hinaus von Bayern. Wollen wir tanzen gehen? Das ist ein Song von ihrem aktuellen Album, das heißt Alpin. Sollten Sie sich mal holen, können Sie zu Hause ein bisschen losdancen und Spaß haben. Und Sie können die Jungs natürlich auch live sehen. Die gehen nämlich auf Tour. Und zwar sind die unter anderem im Oktober hier in München und in Berlin und dann im November in meiner Heimat Hamburg oder auch in Köln. Alle Tourdaten finden Sie unter der E-Mail-Adresse, unter der Website www.voxclub.de. Das natürlich mit einem Doppel-X geschrieben. Vielen herzlichen Dank an Marco und Angelo. Großartig, was ihr da oben immer leistet auf dieser Lostrommel.
Meine Damen und Herren und vor allen Dingen liebe SKL-Kandidaten, jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn mit dieser Lostrommel ermitteln wir gleich gemeinsam die beiden letzten Ziffern für unseren Glückscode. Oben in dieser Lostrommel befinden sich 30 Kugeln mit den Zahlen 00 bis 29. Aber bevor die zum Einsatz kommen, möchte ich noch einmal, das habe ich eben kurz angekündigt, den Christian vom Vox Club begrüßen. Da ist er, der Christian Uppsala. Da bin ich ja. Christian. Na? Hi. Du bist dir sicher, dass du das Richtige machst. Ich muss Ihnen kurz erklären, was nämlich jetzt passiert. Denn die Zeitschrift Neue Post lässt 5.000 Euro für den guten Zweck springen. Bedingung war, dass einer sich von euch, vom Vox Club, traut, in die Lostrommel einzusteigen. Christian, hast du den kürzesten Streichholz gezogen oder haben sie gesagt, der Christian muss machen oder musst du bei der nächsten Tour nicht die Betten machen oder warum stehst du jetzt ausgerechnet bei uns? Ja, weiß nicht, ich bin der Kleinste, vielleicht ist das... Immer auf den Kleinen. Immer auf den Kleinen. Ja, also bist du jemand, der auch so den Kick ein bisschen sucht oder haben die anderen gesagt, nee, ich will gar nicht und hast gesagt, komm, bevor wir doof dastehen. Ja, also, das hat ja geheißen, es ist sehr hoch oben und weil ich in den Bergen groß geworden bin, hat es geheißen, der du kannst da rauf, du... Du hast einen Vorteil. Dir macht es nichts. Ja, jetzt schau ich mal, ob das ist wie bei mir zu Hause. Wir sind gespannt, ob du diese 5.000 Euro von der Zeitschrift Neue Post auch bekommst. An wen werdet ihr denn das Geld dann spenden? Ich glaube, das war die Glückspost. Ist das richtig? Ja, also das Ganze heißt Verein Geschenke der Hoffnung. Ja, du musst mir schnell helfen. Genau, und da gibt es eine Aktion, die heißt Weihnachten im Schuhkarton. Und da gibt es Päckchen, die vorwiegend in Osteuropa verteilt werden, vor allen Dingen zu Weihnachten an Kinder. Und die freuen sich ganz besonders drüber. Insofern ist dieses Geld auf jeden Fall richtig angebracht, wenn du denn das machst, was ich dir gleich sagen werde, was du tun sollst. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an die Zeitschrift Neue Post für diese Spendenaktion. So, Christian, es ist Zeit für deine letzte Ölung. Du kannst schon mal zur Lostrommel gehen. Und wie aufgeregt Christian wirklich ist, meine Damen und Herren, das werden wir später sehen, denn er ist an einen Pulsmesser angeschlossen. Vorher erkläre ich kurz das Prozedere. Sie sehen, Christian steigt in diese Lostrommel und gleich wird sich unser Glücksrad genau dreimal drehen. Christian, Angelo hat dir gezeigt, wie du stehen musst, in welche Richtung du gehst. Liebe SKL-Kandidaten, ich möchte jetzt gerne von Ihnen einen Tipp haben. Wie hoch, glauben Sie, geht Christians Puls maximal, während er sich dreimal im Glücksrad dreht? Wie hoch geht der Puls maximal, während er sich mit dem Glücksrad dreimal dreht? Bitte loggen Sie jetzt Ihren Tipp ein. Denken Sie an die 5.000 Euro für den besten Tipper. Die letzte Ziffer in diesem Fall von Christians Maximalpuls gibt vor, wie oft wir dann im Anschluss unser Glücksrad, unsere Lostrommel drehen. Also bei einer 3 dreimal, bei einer 8 achtmal, bei einer 0 wären es dann 10-mal. Nach der letzten Drehung fällt dann die Kugel in der Lostrommel an die richtige Stelle und gibt die beiden letzten Ziffern unseres Glückscodes frei. Liebe Promis, auch ihr habt nochmal die Gelegenheit, euer Konto aufzubessern. Von euch brauche ich auch einen Tipp. Christine, was glaubst du, wie hoch ist der Maximalpuls von Christian, wenn er sich dreimal im Glücksrad dreht? Gib mal einen Tipp ab. Also 180. Du sagst 180? Ja. 180? Ja. Loggen wir ein. Sonja. 193. 193? Oder bist du cooler? Hans. Ja, das ist ein ganz geerdeter junger Mann, ein junger Mensch. Da sage ich mit der Lederhose hat der maximal 135. 135. Da war der Kaiser. Felix. Und der hat jetzt schon 135. Ich sag 185. Also 185, ja. Sagst du. Gut, also wir haben die Tipps unserer Promis.
Wir haben aber noch nicht alle Tipps unserer SKL-Kandidaten. Da warten wir noch auf unser Signal. Da ist es. Gut, alle haben ihre Tipps eingeloggt und wir zeigen jetzt ganz kurz mal, wo Christians Puls momentan liegt. Bei 138. Ja. Wer weiß, vielleicht ist er ein Mann, der unter Druck ganz besonders ruhig wird oder bei dem das Ganze in Kraut und Rüben schießt. Ich würde mal sagen, Marco bereit, Angelo bereit. Gut, dann legt los mit dem Glücksrad. Ja. Bist immer ruhiger und ruhiger. Achtung, jetzt wird's wackelig. Einmal. Ja. Oh. 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 Ach. Jetzt wird's dann schnell. Ich mach ein bisschen Applaus. Was ist denn hier? Ja. Bella. Ja. Das reicht jetzt erstmal, aber sehr gut. Wir hatten einen Maximalpuls bei Christian von 166. Das bedeutet, wir werden nachher die Lostrommel genau 6-mal drehen, bevor wir dann die letzten beiden Ziffern für den Glückscode freigeben. Riesengroßen Applaus für Christian von Vox Club. Danke nochmal an die Zeitschrift Neue Post für diese Spendenaktion. Das Geld wird gut eingesetzt. Alles Gute für eure Tour und natürlich für eure Band.